Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Claudia Siguda. Hallo Claudia, stell dich doch einfach mal vor. Hallo Emilia. Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Danke für die Einladung. Mein Name ist Claudia Siguda. Ich bin Pädagogin. Ich habe vor langer Zeit einmal Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Heil- und Sonderpädagogik. Ich habe dann viele Jahre in Bildungseinrichtungen gearbeitet, also in der Krippe, in dem Kindergarten und Schule. Und habe sehr lange musikalische Früherziehung gemacht. Und da war mein Fokus immer auf der Sprachförderung, hauptsächlich im Kindergarten. Und im Moment bin ich jetzt in der Schule tätig und mache da die Sprachförderung und Sprachbildung für mehrsprachige Kinder. Privat bin ich Mutter von 3 Kindern. Ich habe auch 2 Vögel und einen Hund zu Hause und bin auch verheiratet. Und meine große Leidenschaft, ich bin Kinderbuchautorin. Und ich habe bisher 4 Bücher geschrieben. Das sind Reimgeschichten. Die habe ich selbst herausgegeben. Das ist einmal Der Ritter Max von Schabernack, Die Fee Schlaraffe, Das freche Gespenst Freddy und eine Ostergeschichte, O Schreck, O Graus, fällt Ostern aus. Und des Weiteren habe ich mitgewirkt auch an einer Spendenanthologie in Charlies Mutmachgeschichten. Ja, und aktuell habe ich natürlich auch neue Projekte. Da sitze ich gerade an einem ganz tollen Kinderbuch zum Thema Bienen und Umweltschutz. Genau, ja, Emilia, das war es soweit erstmal zu mir. Das war ganz schön viel. Ja. Ich bin beeindruckt. So viele Kinderbücher, aber heute stellst du ja nur 1 vor. Aber vielleicht kommst du ja mit den nächsten Büchern noch. Ich würde mich sehr freuen, aber jetzt musst du uns mal verraten, welches Buch du heute mitgebracht hast. Ja, das Buch, was ich heute mitgebracht habe, das ist der freche Freddy. Also Freddy, das freche Gespenst, heißt der Titel. Und das ist natürlich auch eine Reimgeschichte. Und der Freddy, der ist ein sehr... freches Gespenst, ein lustiger Geselle, der zieht eines Abends in die Burg Felsenstein ein und erschreckt da alle Burgbewohner. Also alle, die da so wohnen, die Hühner, die Pferde, die Schweine, Magd und Knecht, der Burgherr und die Frau natürlich auch, die Wachen. Also niemand ist vor ihm sicher und die Burgbewohner müssen sich dann überlegen, was sie jetzt mit dem Freddy anfangen sollen und wie der Spuk ein Ende nimmt. Ja, du musst jetzt anfangen. Also ich bin jetzt genau. Neugierig. Jetzt würde ich daraus vorlesen. Genau. Dann geht's jetzt los. Einst zieht in die alte Burg Felsenstein ein freches Gespenst namens Freddy ein. Es ist ein Schelm, will nachts alle wecken. Am liebsten mag es die Leute erschrecken. Am Montag fliegt Freddy zu den Schweinen. Die Armen hört man nur noch weinen. Freddy poltert den Stallzaun entlang. Da wird es den Schweinen ganz Angst und Bang. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Schweine, vor Angst könnt ihr alles schmoren, ich geb euch was auf die schlabbrigen Ohren. Quieken sollt ihr grunzenden Schweine, quieken so laut wie bisher noch keine. Die Schweine grunzen höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist! Lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Dienstag fliegt Freddy zum Hühnerstall. Da hört man rums, bums, einen lauten Knall. Die Hühner, sie flattern ganz aufgeregt. Sie haben vor Schreck grad ein Ei gelegt. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Oh, was für ein Spaß, wenn die Türen knallen. Im Hühnerstall soll es jetzt schön laut schallen. Ihr Hühner flattert hin und her. Das war für mich doch gar nicht schwer. Die Hennen gackern höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist, lass uns in Frieden.
Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Mittwoch fliegt Freddy zu den Wachen. Sie hören ihn gar gruselig lachen. Es dröhnt durch die Mauern ein schauriges Die Wachen erschrecken, fortwahn sie im Nu. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Ihr macht euch sicher vor Angst in die Hose, dabei ist alles nur Quatsch mit Soße. Ihr Wachen kriegt einen Riesenschreck, nun rennt ihr Angsthasen schreiend weg. Wah! Die Wachen rufen höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist, lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Donnerstag fliegt Freddy zu Magd und Knecht. Sie schlafen unruhig und träumen schlecht. Es klirren die Teller, es fliegen die Tassen. Freddy will alle vom Schrank plumpsen lassen. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Die Küche sieht aus wie ein Schweinestall. Ich polter und rums folgt ein lauter Knall. Ihr zwei fallt vor Schreck sicher aus dem Bett. Mein Scheppern ist wieder mal gar nicht nett. Hilfe! Magd und Knecht rufen höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist, lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Freitag fliegt Freddy zu den Pferden. Schon hört man die ersten Beschwerden. Die Kette von Freddy rasselt wie wild. Das Wiehern der Pferde fürchterlich schrillt. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Ihr Pferde wiehert verzweifelt im Stall. Mein Rasseln hat einen schaurigen Schall. Euch fallen voll lauter Angst aus dem Po die Pferdeäpfel wie auf dem Klo. Die Pferde wiehern höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist, lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Samstag fliegt Freddy zu Burgherr und Frau. Er findet sich lustig und ziemlich schlau. Er pustet die Kerzen aus und durch die Mauern lässt schauriges Flüstern das Burgpaar erschauern. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Dem Burgherr stehen die Haare zu Berge, sie fühlen sich winzig, so klein wie zwei Zwerge. Ihr beide fürchtet euch grausig im Dunkeln, überall hört ihr es gruselig munkeln. Herrje! Ruft das Burgpaar höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist, lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Am Sonntag fliegt Freddy zu den Kindern. Daran kann niemand ihn mehr hindern. Freddy lässt die Bettdecken wehen, Gardinen sich im Winde drehen. Freddy singt. Krabum und Krabauz, ich mache Rabauz, bin das freche Gespenst, falls du mich nicht kennst. Ihr Kinder wollt euch im Schrank verstecken, da werde ich euch gleich auch erschrecken. Es fürchten sich die Kinderlein, es ist ein Spaß, Gespenst zu sein. Ah, die Kinder rufen höchst erschreckt. Wo hat sich das Gespenst versteckt? Du frecher Geist! Lass uns in Frieden. Ach, wärst du bloß weit weggeblieben. Der Spuk dauert nun schon mehrere Wochen. Die Köchin, sie mag vor Angst kaum noch kochen.
Zum Glück haben bald drei clevere Kinder so gute Ideen und sind nun Erfinder. Fifi sagt laut, das kann so nicht gehen. Caro fragt, wie ist der Geist bloß zu sehen? Nick meint, wir müssen es auch so erschrecken, dann wird es uns nachts bestimmt nicht mehr wecken. Die drei schmieden Pläne für die kommende Nacht. Sie rufen, so sei es und wird es gemacht. Alle Bewohner sind auch mit dabei. Aufgepasst, Freddy, gleich ist's vorbei. Sie warten im Stall und niemand sich regt, bis Freddy erscheint und es Mitternacht schlägt. Ein ohrenbetäubender Krach beginnt, die Tiere und Menschen lärmen geschwind. Die Schweine quieken, die Hühner gackern, die Pferde wiehern, die Tauben flattern. Magd und Knecht werfen Geschirr an die Wand, die Kinder johlen außer Rand und Band. Burgherr und Frau klatschen laut mit den Händen, die Wachen rasseln mit den Kettenhemden. Freddy weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der Schreck ihm bis ins Innerste zieht. Wimmernd fliegt er in eine Ecke, zittert und rührt sich nicht mehr vom Flecke. Freddy spricht leise. Es tut mir sehr leid. Ich war gemein zu euch. Bitte verzeiht. Jetzt lasse ich euch endlich wieder in Frieden. Ach, wäre ich doch bloß weit weggeblieben. Caro erklärt, sieh mal, Angst einzujagen und zu erschrecken, kann niemand vertragen. Willst du bei uns wohnen, muss es gehen, dass wir uns hier alle gut verstehen. Fifi stimmt mit Caro ein. Freddy, wollen wir Freunde sein? Nick schlägt vor, lass uns statt zu erschrecken, einfach mal in der Burg verstecken. Freddy ist glücklich. Welch ein Gewinn. Jetzt hat er Freunde und das macht doch Sinn. Ja, das war der freche Freddy, liebe Emilia. Und ich hoffe, du hast dich nicht zu sehr gegruselt. Oh, das war so schön. Ja, es war gruselig, aber es war total schön. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Ach, also da möchte man wieder Kind sein. Ja, das macht immer sehr viel Spaß, den Freddy vorzulesen, weil die Kinder da immer unglaublich schön mitgehen. Und wenn ich dann in den Schulen bin oder in der Kita, dann machen die Kinder auch die Geräusche alle mit. Das ist jetzt natürlich, jetzt hatte ich gar keinen Gegenpart. Das ist jetzt ganz anders gewesen für mich, das vorzulesen. Aber sonst machen die Kinder immer die ganzen Geräusche mit und auch das Gespenstergeräusch oder wenn sich dann der Freddy erschrecken soll, dann machen die dann auch die Geräusche alle mit, die ich dann vorlese. Und das macht dann unglaublich viel Spaß. Das ist dann so eine interaktive Lesung. Oh, schön. Aber wie bist du auf die Idee dazu gekommen, zu dem Buch? Ja, der Freddy, der ist in meinen Kopf herumgespukt. Und zwar war das hier zu Hause so, jeder kennt das ja, dass man so bestimmte Geräusche in der Wohnung hat. Ja, dann knarzt es hier, dann fliegt da was zu oder das Fenster ist auf und irgendwo kommt ein Windzug und irgendwo kommen immer irgendwelche Geräusche her, die man nicht wirklich einordnen kann. Und habe ich gedacht, ja, vielleicht spukt es hier, wer weiß. Und das war so der eine Punkt, wo ich so drüber nachgedacht habe. So eine Gespenstergeschichte muss irgendwie her. Und ich hatte auch Lust, eine lustige, freche Figur zu erschaffen. Also, dass das für die Kinder spannend ist, nicht zu gruselig, sondern auch lustig. Und ja, viele Kinder haben ja Angst vor Gespenstern und ich wollte den Freddy so erschaffen, dass die Kinder sich irgendwie trotzdem ein bisschen mit ihm identifizieren können. Er ist ja so ein bisschen ein Anti-Held. Also erstmal ist er ja doch ein bisschen, naja, es wirkt so ein bisschen böse erstmal, ne, was er da alles so macht und tut. Aber das sind im Grunde schon auch Themen, dieses geärgert werden, das kennen viele Kinder. Das kennen viele Kinder aus dem Kindergarten und aus der Schule. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Thema geärgert zu werden, kann man gut in diese Geschichte verpacken. Und deswegen können die Kinder, glaube ich, auch ganz gut
nachfühlen, was der Freddy da macht und vielleicht auch darüber nachdenken, warum er das denn macht. Ja, also das überlege ich dann immer auch in den Lesungen mit den Kindern. Warum macht der Freddy das denn eigentlich? Oder was könnte denn der Grund sein, der dahinter steckt? Warum fängt er an und ärgert alle? Ja, und ja, dann kommen immer so Antworten wie, ja, das machen Gespenster halt so erstmal. Und irgendwann, wenn sie so ein bisschen drüber nachgedacht haben, dann kommt dann auch oft die Antwort, ja, vielleicht weil er keine Freunde hat und mitspielen möchte. Und das finde ich dann immer ganz schön, weil das, ja, das kennen die Kinder und das können die gut nachfühlen. Und gerade wenn die Kinder noch klein sind, ist es so, dass sie ja oft sich nicht so gut verständigen können. Also gerade so die Dreijährigen, die haben noch wirklich große Probleme dann, das zu kommunizieren, wie sie sich gerade fühlen oder dass sie eben gerne mitspielen möchten vielleicht. Und dann geht das oft über diese Schiene, ne, dass man dann anfängt, jemanden zu piesacken oder zu ärgern. Und eigentlich ist das nur ein Zeichen, dass man doch gerne dabei sein möchte und mitspielen möchte. Also es ist eine Form von Kontaktaufnahme, ja, im letzten Ende. Genau. Da spielen natürlich deine ganzen Erfahrungen auch so ein bisschen rein, die du natürlich hast als Pädagogin, ne? Genau, ja, das habe ich oft beobachten können, das ist tatsächlich so. Und dann haben wir das mit den Kindern auch versucht einzuüben. Ne? Was kann ich denn sagen oder wie kann ich mich verständlich machen, wenn ich gerne dabei sein möchte, wenn ich gerne mitspielen möchte? Ja, das finde ich ein ganz wichtiges Thema und deswegen finde ich es ganz schön, dass das so in dieser Geschichte jetzt, ich hoffe, gut rübergekommen ist, dass es schöner ist, dann doch zusammenzuspielen und ja, den Weg gemeinsam zu gehen. Das ist auf jeden Fall rübergekommen. Warum Reimgeschichten? Ja, Reimgeschichten, das ist mein Steckenpferd. Ich habe das als Kind schon unglaublich gerne gehabt. Jeder kennt das ja aus der Kindheit, die Kniereiter, Fingerspiele oder ja, so lustige kleine Verse. Und ich habe dadurch, dass ich so viel im Kindergarten im Bereich der musikalischen Früherziehung gearbeitet habe, da habe ich viel mit Liedern und Fingerspielen gearbeitet und habe das versucht, mit den Kindern zu spielen. Und da habe ich so gemerkt, die Kinder können sich das unglaublich schnell und gut behalten, wenn man das über Reime macht. Und es macht natürlich auch Spaß. Und die Kinder haben einen sehr hohen Aufforderungscharakter dadurch. Also die machen eigentlich immer gleich gerne mit. Und wenn man Reime macht, dann ist es für die Kinder auch leicht, dann gleich mit zu überlegen, was reimt sich jetzt da drauf, welches Reimwort passt und wissen das oft schon. Also wenn ich in Lesungen bin, lasse ich auch mal hier und da einfach die Wörter weg und die Kinder erzählen die Geschichte dann quasi mit dem Reimwort weiter. Das ist immer ganz schön. Das heißt, da ist immer sofort die Interaktion auch da, dass dieses Mitmachen. Ne? Und der zweite große Punkt ist, warum ich das mache und warum mir das auch so wichtig ist, ist, dass das einfach für mich die Sprach- und Lesekompetenz stärkt, also nicht für mich, sondern für die Kinder. Und das kommt daher, dass ich so lange in diesem Bereich Sprachförderung gearbeitet habe, in der Kita und jetzt aktuell eben auch in der Grundschule, wo ich immer wieder merke, auch da setze ich Reime ein. Da gibt es schöne Reimspiele, die man machen kann, Kartenspiele. Die Kinder lieben das. Und die können sich dann diese Wörter oder Redewendungen und uns Sätze einfach sehr, sehr gut behalten. Die können sich die Sprache dadurch erschließen. Die können das ganz schnell nacherzählen. Und wenn man Reime spricht, dann merkt man auch, okay, wie ist die Struktur der Sprache, wie ist der Rhythmus der Sprache und die Melodie der Sprache. Und jede Sprache auf der Welt ist ganz anders und verhält sich anders. Und deswegen ist das so schön, auch in der deutschen Sprache das zu produzieren. Also das macht mir unglaublich viel Spaß und auch für die mehrsprachigen Kinder ist das eine große Hilfe, glaube ich, in Reimen und Versen auch mal Dinge zu erzählen, auch solche Bücher vorzulesen. Wie gesagt, das Kinder können sich da die Sprache sehr gut erschließen. Also für mich ist das ein großer Punkt zu sagen, bitte lest mehr Reime, macht mehr Fingerspiele, Kniereiter, alles das von früher, was mal lange Zeit irgendwie verpönt war, glaube ich. Aber es kommt wieder
und man merkt wieder, wie wichtig das ist und war und bleibt. Da gebe ich dir recht. Ich fand das als Kind toll und das ist für unsere Kinder auch total schön. Da macht man nichts verkehrt und das macht einfach Spaß und die Kinder lernen auch was dabei. Ja, genau. Warum bist du Kinderbuchautorin geworden? Ja, also das hat sich ja so über die Jahre ergeben, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin. Einfach tatsächlich erstmal so über die berufliche Schiene, weil ich ja dann angefangen habe, die Reime selbst zu schreiben und irgendwann sind Reimgeschichten daraus geworden. Und dann habe ich angefangen, die zunächst für meine eigenen Kinder zu schreiben. Aber ich wollte dann das eben auch mit anderen Kindern lesen. Ich habe immer super gerne vorgelesen. Ich liebe es. Und wie gesagt, ich arbeite einfach unglaublich gerne mit Kindern. Und wenn man vorliest und dann eine schöne Atmosphäre schafft, dann ist das auch für die Kinder toll zuzuhören. Und wenn man dann schaut, wie die Kinder reagieren und sieht, die haben Spaß und die Kinderaugen leuchten, dann ist das für mich auch einfach wunderschön. Also ich mag dieses Gefühl gerne, ja, dass ich da auch das Gefühl habe, ich bewege da was in den Kindern. Ja? Also ich gebe denen einfach eine Zeit des Vorlesens, des schönen Beisammenseins und die ist so wertvoll, finde ich. Es regt natürlich auch Fantasie und Kreativität an, klar. Kinder denken sich dann vielleicht auch selber mal eine kleine Reimgeschichte aus oder überhaupt eine Geschichte und malen dazu. Also das sind alles tolle Dinge, die so ein Buch anregen kann. Und deswegen finde ich das einfach super schön, für Kinder zu schreiben. Ich möchte sie gerne für Bücher begeistern, weil ich das so unglaublich wichtig finde, gerade in unserer heutigen Zeit, wo so sehr viel von Social Media geprägt ist und viele Kinder schon in der ersten Klasse oder schon im Kindergarten teilweise eben vor den Tablets sitzen. Ich will das gar nicht per se irgendwie, das ist ja jetzt nichts total Schlechtes. Es gibt auch ganz tolle Sachen, die man damit machen kann. Aber einfach ein Buch in der Hand zu halten und da drin selbst dann zu lesen oder vorgelesen zu bekommen, das ist was Tolles. Und ich sehe das immer wieder im Kindergarten oder auch jetzt in der Schule, wenn ich die Kinder frage, liest dir denn zu Hause mal jemand vor? Und dann sagen die, nein, die kennen das gar nicht. Und also nicht alle natürlich, aber es gibt viele Kinder, die kennen das von zu Hause nicht. Und das ist schade. Ich glaube, das hat es früher einfach mehr gegeben. Und dieses Tablet und ja, sich damit zu beschäftigen, klar, da sind auch reizvolle Dinge drauf, aber da findet keine Interaktion statt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, den man durch das Lesen haben kann. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, Begeisterung mit Kinderbüchern und wie man die Kinder begeistern kann. Hast du denn einen Tipp für Eltern, was man machen kann, um die Kinder für Bücher zu begeistern? Oder was, ja, es ist schwierig zu sagen. Also du hast es ja so ein bisschen gerade schon erzählt, dass Kinder sehr früh am Tablet sitzen, was ja jetzt nicht ganz so gut ist. Oder du kennst das vielleicht auch, dass dir ein Kind mal gesagt hat, mir wurde noch nie vorgelesen. Was kann man machen als Eltern? Oder was sollte man ändern? Ja, also das ist natürlich eine Frage, welche Zielgruppe von Eltern man ansprechen kann. Es gibt Zielgruppen, die erreicht man vielleicht gar nicht. Da müsste man vielleicht mehr in die Kitas gehen und tatsächlich vielleicht auch mal einen Vortrag dazu halten für die Eltern, wie wichtig das Lesen ist. Das ist ja auch nicht nur jetzt ein Moment, den man den Kindern an Zeit schenkt, nur um darauf nochmal zurückzukommen, das ist Sprachförderung und das ist vielen Eltern vielleicht gar nicht so bewusst, dass sich dadurch später eben auch, also über die Sprache und dieses Lesen, dann eben auch der Schreiblernprozess festigen kann. Und je mehr Wörter und je mehr Wortschatz und Satzkonstruktion man durch das Lesen bekommt durch die Eltern, desto besser ist man in der deutschen Sprache und desto besser ist man prinzipiell auf dieses Schulsystem vorbereitet, ja, weil Sprache und vor allen Dingen die Schriftsprache ist in allen Fächern und je älter Kinder werden, desto wichtiger wird das, dass man das kann, dass man Texte verstehen kann, dass man Texte schreiben kann und die Schriftsprache ist nochmal anders als die gesprochene Sprache, das wissen
viele nicht. Und da sind große Unterschiede, aber da können wir vielleicht nachher nochmal dazu kommen. Nur um zu dem Punkt zurückzukommen, wie kann ich jetzt vielleicht Kinder oder Eltern dazu, ja, oder motivieren, mehr zu lesen oder wie kann ich das transportieren? Also wichtig ist Spaß und Freude beim Lesen. Also den Kindern wirklich zu vermitteln, hey, Lesen ist toll, das macht Spaß. Ich kann auch beim Vorlesen das vermitteln, ne? Mit meiner Mimik oder auch Gestik vielleicht und mit der betonten Aussprache, ne? Also das macht einen ganz großen Unterschied, wie ich vorlese. Ich kann natürlich einen Text auch monoton lesen, aber dann hat dann wahrscheinlich keiner Spaß daran. Also wichtig ist, betont vorzulesen. Das kann man auch für sich mal üben. Aber das ist einfach immer viel, viel schöner für die Kinder, weil die auch sowieso mehr auf den höheren Frequenzen reagieren. Das weiß man von auch von den Kleinkindern. Ne? Deswegen fangen wir alle an, wenn die Kleinkinder noch sehr, sehr klein sind, in höheren Frequenzen zu sprechen. Und wenn ich lese, lese ich auch immer in höheren Tonlagen, als wenn ich jetzt mich normal unterhalten würde. Das ist wichtig beim Vorlesen und dann haben, glaube ich, alle mehr Spaß dabei. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man selbst ein Vorbild ist und dann vielleicht auch mal sich ein Buch ausleiht oder kauft und was liest, statt die ganze Zeit auf das Handy zu gucken. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit und dann merkt man vielleicht auch wieder, dass Lesen unglaublich viel Spaß macht. Ja, das ist so. Und die anderen Eltern, ja, da ist es, die das vielleicht auch von zu Hause her schon gar nicht so viel gemacht haben. Da ist es wahrscheinlich schwierig, die zu erreichen. Aber dann muss man vielleicht einfach schauen, dass man in den Kitas mehr vorliest. Und das wird schon auch viel gemacht, ich weiß das, in den Kitas lesen. Da gibt's auch manchmal die Option, dass vielleicht Vorlese-Omis kommen oder Vorlese-Opis oder andere Menschen, die gerne vorlesen würden. Und wenn man da Menschen kennt, ja, dann kann man das vielleicht in die Wege leiten und anregen und da mit den Kitas sprechen, ob die das wollen, ne? Weil es gibt einfach Kinder, die von zu Hause aus das wahrscheinlich nie bekommen werden. Und auch die muss man ja irgendwie abholen. Und da sind die Bildungseinrichtungen natürlich ja, dann der Ansprechpartner. Und wenn man da gerne vorliest, einfach hingehen, fragen und machen. Also je mehr vorgelesen wird, desto besser. Da gebe ich dir recht. Das ist einfach unsere Aufgabe. Es muss mehr vorgelesen werden. Ja, und jetzt könnte ich vielleicht gerade noch einen Satz dazu sagen, wie die Bildungssprache, also die Schriftsprache sich da unterscheidet in der von der Alltagssprache. Wenn man da mal so ein bisschen genauer hinschaut, dann versteht man auch, warum manche Kinder, die eigentlich gutes Deutsch sprechen, wo man vielleicht denkt, okay, da ist vielleicht die ein oder andere Endung nicht richtig oder vielleicht ein Fall nicht richtig, da kann man drüber hinwegsehen, aber die sonst gut sprechen können, haben vielleicht trotzdem wirklich große Probleme in der Schriftsprache, in der Bildungssprache Deutsch, die wirklich sich sehr unterscheidet, weil wir in der deutschen Sprache einfach viele Endungen verschlucken auch, ja. Das betrifft auch die Fälle. Also wenn ich sage, gib mir mal einen Teppich, würde ich in der Alltagssprache sagen, gib mir mal einen Teppich, ne? Dann kommt dieses einen, ist dann schon weggeschluckt. Oder ich habe mal eine Frage, heißt eigentlich in der Bildungssprache, ich habe eine Frage. Also da wird viel abgekürzt und verschluckt, das ist so das eine. Und der andere Punkt ist, dass in den Büchern, in den Schulbüchern und auch in anderer Literatur oft in der Vergangenheit das Präteritum benutzt wird und in unserer gesprochenen Sprache immer das Perfekt eigentlich. Also keiner sagt, ich las ein Buch, wir sagen, ich habe ein Buch gelesen. Und das sind so wichtige Unterschiede, die bei uns in der Sprache so erstmal gar nicht vorkommen und die Kinder alle erst lernen, wenn sie in der Schule sind und dann wirklich Bücher lesen. Und wenn man vorher dann eben nicht viel gelesen hat mit den Kindern, dann hat man sich diese Zeitformen und Satzkonstruktion und auch die ganzen Deklination und Konjugation hat man dann sich nicht erschlossen. Und dann ist es halt einfach schwieriger für die Kinder. Das ist alles sehr viel Fachwissen. Unglaublich, aber ja, man denkt nicht drüber nach. Also vielen Dank. Ja, gerne. Also ich habe mich selbst, als ich dann mich jetzt damit nochmal ausführlich beschäftigt habe, wegen
der Sprachförderung und Bildung jetzt in der Schule, habe ich da sehr viel mir jetzt auch nochmal angeeignet und dann wird einem das nochmal so bewusst. Also das, ja, und das müsste vielleicht tatsächlich mehr kommuniziert werden, weil ja viele das eigentlich gar nicht wissen. Ja, und dann wäre das natürlich ein super Plädoyer, mehr zu lesen. Ja, das stimmt. Kommen wir zurück nochmal zu deinem Buch. Mhm. Du hast ja auch Bilder in deinem Kinderbuch. Natürlich gehören ja auch Bilder rein in dein Kinderbuch. Wer hat denn die Bilder gemalt? Ja, in meinen Büchern haben tatsächlich Kinder gemalt. Und zwar sind das Grundschulkinder gewesen aus 3. und 4. Klassen. Ich habe das als Malprojekt in der Schule angeboten, in der Grundschule. Und ich bin immer schon fasziniert gewesen von Kinderzeichnungen. Ich mag das. Ich finde das spannend, wie Kinder ihre Welt wahrnehmen und erleben und dann eben auch zu Papier bringen. Das ist einfach nochmal so eine ganz andere Perspektive, die Kinder da haben. Und ich mag natürlich auch toll illustrierte Kinderbücher, keine Frage. Aber ich fand einfach die Idee reizvoll, die Kinder zu der Geschichte malen zu lassen. Und das ist ein unglaublich schöner Prozess gewesen. Also der Text war im Grunde fertig und die Kinder haben dann zu einzelnen Versen, die sie sich dann ausgesucht haben, nachdem ich die Geschichte mehrfach vorgelesen hatte, dann ein Bild gemalt. Und ich habe da gar nicht viele Vorgaben gemacht. Ich habe das einfach nur besprochen mit den Kindern, wie die ja, formalen Ansprüche, wenn man so will, sein müssen, ne? Dass sie also nicht so sehr am Rand malen dürfen, die Hauptfiguren, ne? Da, weil das sonst weggeschnitten wird beim Druck und so weiter. Aber sonst hatten die Kinder da ganz freie Hand. Und als dann das Buch gedruckt war und fertig war, waren die Kinder auch so unglaublich stolz darauf, dass sie da so ein Teil eines Buchprojekts gewesen sind. Und ich finde das ganz prinzipiell eine schöne Wertschätzung für die Kinder, die man ihnen da entgegenbringt, ja, zu sagen, hey, Kinderzeichnungen sind auch super schön und wertvoll, ganz unabhängig davon, ob man die jetzt gerade selber gemalt hat oder nicht. Aber für die Kinder, die daran beteiligt waren, war das natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Und ich kriege oft auch Feedback von Eltern, dass die Kinder durch die Geschichten, die die Kinder gemalt haben, selbst motiviert waren, dann den Stift zu nehmen und auch ein Bild zu malen. Ja, so nach dem Motto, ach, das ist ein Kind gewesen, toll, das kann ich auch, ich kann auch malen. Und das fand ich jetzt irgendwie auch nochmal so einen ganz schönen Nebeneffekt, dass das auch tatsächlich so zum Malen nochmal eingeladen hat. Ich kenne deine Bilder, ja. Also ein paar. Ja. Und ich finde das total schön, dass du das gemacht hast. Also dass die Kinder auch gesagt haben, ja klar, machen wir. Und das ist wirklich toll. Also auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, dass Kinder für ein Kinderbuch zeichnen. Also super. Dankeschön. Ja, und das war auch schön. Also das war echt eine tolle Erfahrung und ich war begeistert, dass sich da auch so viele Kinder angemeldet haben. Also haben wirklich, ich glaube, ein Drittel des ganzen Jahrgangs hat da mitgemacht. Oder nee, von 2 Jahrgängen. Also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte über 30 Kinder in diesem Malprojekt und das war schon wirklich viel. Also die habe ich dann auf mehrere Gruppen aufsplitten müssen, damit ich dann eben auch Zeit habe, da auf die Kinder einzugehen. Aber das war eine richtig schöne Erfahrung. Und dann kam Corona und dann war das erstmal gar nicht mehr möglich. Also die ersten 3 Bücher sind so noch entstanden und das 4. Buch, das Osterbuch, O Schreck, O Graus, fällt Ostern aus, musste ich dann anders gestalten. Da hatte ich dann noch Kontakt zu einer Schülerin, die damals in einem Buchprojekt bei mir beteiligt war. Und die hat dann gesagt, sie würde das gerne machen, die Bilder für das Buch malen. Denn ich konnte nicht das mit mehreren Kindern, also der Aufwand, das wäre zu hoch gewesen. Ne? Das hätte einfach unter den Corona-Bedingungen, wäre das nicht möglich gewesen. Und dann haben wir immer über WhatsApp geschrieben, welche Absprachen wir da getroffen haben mit den Bildern. Also sie hat Schwarz-Weiß-Zeichnungen angefertigt und hat mir das dann rübergeschickt. Und wir haben das dann, also mein Mann hat das dann am Computer alles übertragen. Der ist da sehr versiert und talentiert mit diesen Dingen und hat es dann digital auch noch koloriert.
Das heißt, also farbig gestaltet und das Buch gesetzt. Und also das ist wirklich richtig schön geworden. Dadurch sind die Bilder einheitlicher in dem vierten Buch, weil das eben aus einer Hand stammt jetzt. Aber es wird wieder ein Projekt geben, wo ich das wieder auch mit verschiedenen Kindern machen kann. Also das ist auf jeden Fall wieder geplant. Im Moment allerdings habe ich, weil das auch in der Corona-Zeit entstanden ist für das Bienenbuch, machen wir die Bilder auch, die kommen jetzt wieder aus einem Guss. Aber ich habe schon Pläne für neue Zeichenprojekte mit den Kindern an den Schulen. Da habe ich schon wieder ganz viele Ideen. Ja, da können wir gespannt sein. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, also zum einen habe ich eine Homepage, die heißt www.claudiasiguda.de. Da ist es so meine Arbeit ein bisschen geschildert und die Bücher, die ich gemacht habe. Und wo ich auch zu finden bin, ist natürlich auf Instagram. Da bin ich unter dem Namen claudiasiguda.reimgeschichten. Und auf Facebook findet man mich auch unter dem Namen Claudia Siguda, wenn man das eintippt. Ich habe auch noch einen anderen Account auf Instagram, der heißt Familientipps und Witz, wo ich dann selbst immer mal Bücher vorstelle, die ich von anderen Autoren kenne, die ich gerne mag und wo ich immer mal was hochlade. Vielleicht auch mal einen lustigen Kinderwitz oder Kinderzeichnungen. Genau, also den Kanal gibt es auch noch. Aber ansonsten findet man alles bei claudiasiguda.reimgeschichten. Da ist es immer am aktuellsten, weil ich da mich gut vernetzt habe und da immer viel im Austausch bin. Genau. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Wo können wir dein Buch kaufen? Ja, also die Bücher sind alle über den BOD, also Book on Demand Verlag, erschienen. Das heißt, man kann über die Seite BOD die Bücher im Buchshop finden. Wenn man meinen Namen eingibt, dann kommen alle vier Bücher. Oder natürlich auch im Buchhandel. Also es gibt ja auch andere Plattformen, wo man dann die Bücher auch bestellen kann. Also die haben alle eine ISBN-Nummer und deshalb sind sie überall bestellbar. Genau. Und wer aber gerne ein signiertes Buch haben möchte, das geht natürlich auch. Der kann sich dann über Insta oder über die Homepage persönlich bei mir melden. Das ist doch immer schön. Kinder mögen das ja mittlerweile auch. Ja, total Bücher. Gerne. Und das ist immer total schön, wenn die dann hinterher kommen. Kannst du mir mal ein Autogramm geben? Ich finde das immer so süß. Ja. Was wünschst du dir von deinen kleinen und großen Lesern? Ich wünsche mir, dass sie genauso buchbegeistert sind wie ich, dass sie Bücher gerne in die Hand nehmen, lesen und in Fantasiewelten abtauchen können. Das ist nämlich einfach Zeit, die man mal so für sich hat. Und die Welt um uns herum ist ja schon, sehr schwierig manchmal. Und dann ist es schön, auch einfach mal in so eine Fantasiewelt abzutauchen. Und ansonsten wünsche ich mir einfach den Kontakt natürlich weiterhin. Also ich mag es total gerne, auf Lesungen zu gehen und da den Kontakt zu haben. Ich mag es aber auch, wenn mir jemand gerne ein Feedback gibt, wie er das Buch gefunden hat, kann er gerne sich bei mir melden oder mir eine E-Mail schreiben. Oder vielleicht, wenn die Kinder ein Bild zu der Geschichte gemalt haben, gerne mir schicken. Ich würde das auch sofort auf Instagram einstellen, weil ich das einfach immer super süß finde. Also natürlich immer nur mit der Erlaubnis der Eltern, ist ja klar. Aber Feedback ist immer das Schönste für eine Autorin oder Autoren. Das ist im Grunde das Wertvollste, was man haben kann. Ja. Wir sind leider schon am Ende. Schade. Und ich muss sagen, deine Lesung, die hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand die großartig. Also man hat gemerkt, du gehst da drin auf, es macht dir Spaß. Das hat man richtig gemerkt. Und ich hoffe, du hast noch ganz viele Lesungen und du schreibst noch ganz viele Kinderbücher in Reimform. Und du bist herzlich eingeladen, wiederzukommen.
Dankeschön, Emilia. Das freut mich wirklich sehr und ich hoffe auch, dass alle da draußen Spaß haben und ich komme auf jeden Fall gerne wieder. Das freut mich. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, Emilia. Tschüss. Danke. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.